Red Sen Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp mit F von Red Sen Zone. Und ihr kennt ja sicher bei iOS 5 den Hintergrund von den Ordnern bzw. vom App Switcher. Der sieht ungefähr so aus und viele nennen es auf Englisch iOS Fabric. Fabric heißt Stoff, sieht ja auch so ein bisschen stoffmäßig aus. Und heute zeige ich euch, wie ihr das Ganze in Photoshop CS5 selber und individuell erstellt. Ihr könnt euch es zwar auch als Wallpaper irgendwo herunterladen, aber da gibt es viele Variationen. Und deshalb, da es auch sehr einfach ist, zeige ich es euch jetzt, wie ihr es selber erstellt. So sieht das Ganze in iOS aus, so sieht es ungefähr später aus. Das ist jetzt grau, hier ist es eher blaugrau. Ich probiere es jetzt in diesem Tutorial besser zu machen. Was machen wir als erstes? Wir erstellen ein neues Dokument, indem wir auf Datei und Neu klicken. Und jetzt kommt der erste Schritt. Nehmen wir mal an, ihr macht es als ein Wallpaper. Erster Schritt, ihr müsst eure Canvas Size, also die Größe eurer Arbeitsfläche eures neuen Dokuments, müsst ihr 50 Pixel auf jeder Seite mehr dazu addieren als eure ursprüngliche Form. Warum das so ist, erkläre ich euch später. Ich nehme es jetzt als ein Wallpaper für meinen Bildschirm, also 1680x1050er Auflösung, also nehme ich 1730x1200. Klicken wir drauf, erstellen, es ist transparent, ihr könnt natürlich auch weiß einstellen und füllen wir es erstmal mit weiß. Jetzt haben wir eine Ebene, ihr könnt sie umbenennen oder so, aber ich lasse es jetzt mal. Dann erstellen wir zwei neue Ebenen. Klick, klick, so. Die sind auch transparent. Wir füllen sie wieder mit weiß und mit weiß. Diese Ebene war falsch. Nämlich die erste Ebene muss eine Farbfläche sein. Ihr stellt einfach eine Ebene. Ne, ihr habt zwei Ebenen. Sorry für die Verwirrung. Ich muss da schon viel denken, wenn ich alles auswendig mache. Also, ihr habt zwei Ebenen. Die sind beide weiß. So, nun erstellt ihr noch eine Ebene, zieht sie runter und geht auf Farbfläche. Die lasst ihr weiß. Jetzt habt ihr Farbfüllung. Das ist ein entscheidender Unterschied zu einer gefüllten Ebene. So, gehen wir wieder zu Ebene 2 und Ebene 3. Das sind die hellen Ebenen unseres Hintergrundes. Was machen wir nun? Wir stellen sie beide auf Multiplizieren bei den Ebeneneigenschaften. Multiplizieren. So. Dann gehen wir auf Ebene 2, gehen auf Filter, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen und, hier seht ihr schon, gibt bei Stärke alles so, also das macht ihr bei beiden Ebenen, aber alles um den Bereich von 100, es sollte nicht genau 100 sein, da es sonst zu Klumpen kommt. Da es sich ja gleich überdeckt. Also nehmen wir erstmal Stärke 99% für das eine, Verteilung gleichmäßig und monochromatisch, also nur schwarz und weiß. Das gleiche machen wir bei der zweiten Ebene, aber wie schon eben gesagt, mit 101%. Das sieht jetzt anders aus. Gleichmäßig und monochromatisch auch. So, jetzt haben wir beides verrauscht. Das sieht noch nicht so, das sieht ein bisschen schade aus, finde ich. Also, was machen wir jetzt? Es sieht noch ganz anders aus. Jetzt gibt es einen Trick. Ihr geht nochmal auf Filter und auf Weichzeichnungsfilter. Da geht ihr auf Bewegungsunschärfe, auf Englisch auch Motion Blur. Klickt drauf. Jetzt seht ihr schon. Bisschen am Hintergrund, aber es ist ja die untere Ebene, deshalb ist es noch nicht so klar und deutlich zu erkennen. Hier geht der auf Winkel 0 Grad, also horizontal. Abstand sind 25 Pixel, macht okay, sieht schon ein bisschen verwischt aus. Jetzt geht er zur Ebene 3, also zu der oberen Ebene, geht nochmal auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe bzw. Motion Blur und macht das aber bei einem Winkel von 90 Grad, also senkrecht. Klickt OK und ihr seht schon, es kommt sich schon ein bisschen nah wie diesem Hintergrund hier. Aber bis das ist, gibt es noch einige Schritte. Jetzt habt ihr eigentlich schon die Hälfte. Jetzt erstellt ihr zwei neue Ebenen. Klick, klick, bling. Und füllt diese mit schwarz. Das werden die dunklen Ebenen.
eures Hintergrundes. Also einmal schwarz und einmal schwarz. Es sieht natürlich jetzt dunkel aus, da ihr natürlich die überdecken die anderen Ebenen. Was macht ihr jetzt? Ihr setzt beide auf negativ multiplizieren, auf Englisch auch Screen. Warum, weiß ich auch nicht. Negativ multiplizieren. Und jetzt seht ihr, es kommt schon wieder das andere zum Vorschein, aber es ist dunkler geworden. Jetzt geht ihr auf die erste schwarze Ebene, geht auf Filter, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen. Und 99% und 101% sind schon vergeben. Also was machen wir? 100% gleichmäßig, monochromatisch, genau wie vorher, halt nur 100%. Und bei dem anderen gehen wir wieder auf Filter. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Ah, was habe ich jetzt gemacht? Hilfe! Gehen wir wieder auf Filter. Sorry, verklickt. Also Filter, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen und gehen hier auf 102% gleichmäßig monochromatisch. Das sieht wieder anders aus. Gehen wir wieder auf Ebene 4. Filter, Weichzeichnenfilter, Bewegungsunschärfe, wieder 0 Grad. So, dann gehen wir auf Ebene 5. Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe, 90 Grad. Jetzt sieht es schon mal hell aus. Jetzt geht ihr auf eure Farbfüllung und könnt hier, die hättet ihr eigentlich auch erst später hinzufügen können. Jetzt fügt ihr einfach eine Ebene zu, zieht die nach unten, Ebene 6, Farbfläche. Und könnt ihr euch hier eine Farbe auswählen? Zum Beispiel so ein Grau oder. Ihr könnt damit rumexperimentieren. Ich mache es jetzt so. Dann könnt ihr zum Beispiel noch hier die Deckkraft hoch und runter stellen. Und so könnt ihr halt rumexperimentieren. Ihr seht, es sieht schon mehr so in die Richtung, nach dieser Richtung aus. So könnt ihr halt rumexperimentieren, aber was habe ich am Anfang gesagt? 50 Pixel mehr, also insgesamt im gleichen Verhältnis größer eure Arbeitsfläche, als ihr euer eigentliches Bild bzw. den Hintergrund haben wollt. Zoomen wir mal ran und dann seht ihr, weshalb. So, jetzt sind wir hier auf 128,34%. Und wenn ihr an die Ecken geht, seht ihr, dass es hier nicht ganz hingeht. Das heißt, es ist ungleichmäßig. Und die Ecken, diesen Rand, diesen unschönen, wollt ihr natürlich nicht haben. Also was macht ihr? Geht auf Bild, Arbeitsfläche und geht auf Pixel. Und ich stelle jetzt 1680 mal 1000. 50 ein, ja, die Arbeitsfläche wird verkleinert. Und was ist los? Wir haben hier unseren Wallpaper ohne hässlichen Rand. Da könnt ihr viel rumexperimentieren, deshalb habe ich das euch jetzt auch gezeigt, weil es individuell gestaltbar ist. Ihr könnt viel an der Deckkraft, viel an der Fläche und viel an der Farbfüllung hier rumexperimentieren. So, und so sind wir doch eigentlich schon ganz nah an diesem Hintergrund dran. Ihr könnt da, wie ich schon 10 oder 10.000 Mal gesagt habe, viel rumexperimentieren. Keine Sorge, ich sag's nicht nochmal. Das war ein fast 10 Minuten Tutorial für einen ziemlich einfachen Hintergrund von mir. Dafür war es ziemlich genau erklärt, damit es auch jeder kapiert, egal ob er einen IQ von Zimmertemperatur hat oder ob er einen IQ von Stephen Hawkins hat. Kein Problem für dieses Tutorial. Ganz einfach, ganz easy. Ich tu die PSD-Datei bei mir auf die Website, schick den Link zu anderen Wallpaper-Downloads auf DeviantArt.com, tue ich auch noch in die Beschreibung. Das war ein kurzes Tutorial, ein 10-Minuten-Tutorial von mir für Photoshop CS5, für den iOS 4 Fabric bzw. iOS 4 Ordner-Hintergrund. Ihr könnt zum Beispiel auch sowas dann später draus machen, ein Wallpaper, wie ich jetzt auch hier auf meinem PC habe. Noch mit dem unschönen Rand. Das war ein Tutorial von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.